Der Nico hat sich einmal von mir gewünscht, dass ich diesen Rhythmus nachbaue. Und auch wenn ich diesen Rhythmus wahrscheinlich nicht eins zu eins treffe, habe ich schon Bock, mich dieser Herausforderung zu stellen. Hier habe ich schon mal so eine Kick. Die zweite Spur habe ich schon mal einen Rosa gezogen, so einen Sequencer. Gucken, ob der uns zugute kommt. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen Freestyle machen, damit ihr live dabei sein könnt. Nehme ich jetzt hier eine tiefe Tom und vielleicht stimme ich die noch ein bisschen höher. Aber das war jetzt nicht so, die war sie, das war ja immer so irgendwie. Vielleicht kriegen wir das irgendwie durch Delays besser hin. Vielleicht können wir das Ganze einfach danach nochmal ein bisschen verzerren. So ein bisschen meine grobe Idee. Jetzt könnte man natürlich noch hingehen. Wichtig ist natürlich, dass die Tom niemals die Kick überschattet. Vielleicht mische ich noch so ein bisschen Vocoder rein, um hier so ein bisschen random machen. Wo war nochmal random? Hier, ne? Das ist schon mal cool. Und ich glaube, für so einen Sound, also für das hier, das klingt ja jetzt super dicht und alles. Ich glaube, das größte Geheimnis ist einfach, diesen Sound immer wieder aufzunehmen. Boah, das klingt echt bei mir noch ganz schön anders. Aber ich finde es irgendwie lustig, diesen Sound einmal aufzunehmen und vielleicht entweder mit Overdrive oder einfach anders nochmal zu bearbeiten. Vielleicht noch die, also die Sidechain finde ich recht wichtig. Vielleicht packe ich alles einfach in eine Gruppe, mache da eine Sidechain drauf. Noch machen sie jetzt ja beides das Gleiche. Vielleicht verschiebe ich den einfach ein bisschen. Mal gucken, was rumkommt. Geil. Bisschen zu viel Low-End. Das war bei dem anderen Sound nicht. Mache ich aber erst danach. Und natürlich, was am wichtigsten ist, wenn man mal hinhört. Der Sound hat kaum Höhe, das heißt, wir egal was wir an Verzerrungen hier hinten machen, wir wollen auf jeden Fall immer den Sound irgendwo beschneiden, dass der, das ist sozusagen unser Low Groove, so ein bisschen der Tom Groove, der Bass Groove. Das gefällt mir schon sehr gut so. Und jetzt können wir eben noch mehr durchdrehen mit der Verzerrung. Gucken, was der Pedal uns bringt, ob der uns hilft. Vielleicht hier drauf. Das müssten wir eigentlich jetzt noch mehr Stereo machen. Also ich will jetzt hier nicht eklig arbeiten, aber why not? Und für Performance-Freundlichkeit immer mal wieder mit dem Vocoder probieren. Jetzt ist mir das aber alles ein bisschen zu dynamisch geworden irgendwie. Ein bisschen einfangen. Da kommt noch genug an bei euch.
die Leute, die mobil hören, ist das wahrscheinlich jetzt gerade sehr stumpfe Bearbeitung, aber ich glaube, das ist schon mal ein sehr geiler Groove so. Ich guck mal, ob ich noch mit dem Amp davor was bewirken kann. Das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Klingt zwar nicht mehr wie im Original, weil da klingt das auch ziemlich muffelt. Das klingt auch wesentlich stumpfer als bei mir, nicht so groovy. Vielleicht muss ich nochmal meine Reverbs wegmachen. Krass, wie viel diese hier ausmachen, diese hier unten. Und immer schön stupide halten. Weitergehen möchte, was ich so ein bisschen rausgehört hatte bei diesem Decca-Track, ist, dass man noch einen Reverse-Sound machen kann. Also ich nehme hier sozusagen alles hier einmal auf. Und dann gucke ich mir mal einmal an, was könnte man hier vielleicht reversen. Vielleicht hier irgendwie was? Nee, das klingt irgendwie falsch. Vielleicht den hier reversen, der klingt gut. Weil das ist ein guter, das ist eigentlich auch ein geiler Sound. Und das ist das Ding, ne? Es gibt kein richtig oder falsch. Das sind alles nur irgendwelche Grooves, die, da müsst ihr euch einfach die schönsten rauspicken. Weil guck mal, das könnte zum Beispiel auch wieder ein ganz eigener Track einfach sein. Jetzt brauche ich eigentlich noch... Brauche ich nur noch so ein ganz bisschen Bop, 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 Bop von den anderen hier. Geil, Hammer. Ja, der ist hier zu wuchtig, vielleicht der Drumbass dann. Warte, ganz kurz das noch eben. Ein bisschen Drum and Bass Tricks hier mit reinpacken. Und den Drum Bass dahinter. Oh, nee, nee, nee. Oh. Dann lieber so. Hammergeil, ey. Das macht so Bock. Jetzt hören wir uns das alles nochmal zusammen an. Ah ne, das läuft ja die ganze Zeit schon zusammen, aber hier noch die Spur, genau. Packen wir die mal mit rein. Ja, why not, ne? So kann man es schon mal anfangen. Ist jetzt ein bisschen zu viel Gewitter, aber... Ich finde es einen coolen Anfang. Das hat euch Spaß gemacht.